Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Adventure Map, nämlich Arena 2 von mir selbst gebaut. Ja. Genau. Und ich bin auch wieder dabei. Und es ist jetzt schon unsere dritte Aufnahme am Stück. Und wir können es einfach nicht lassen. Nee, unsere sechste Aufnahme am Stück. Wirklich unsere sechste, ja. Unsere sechste Aufnahme am Stück. Ich glaube nicht. Tobi, weißt du, wie es hier lang geht? Ja. Ey, Tobi, du könntest mich eigentlich spectaten, wie ich das hier mache. Das wäre doch eine viel bessere Idee. Ja, aber das wäre ein bisschen langweilig. Wer guckt denn sowas? Du kannst jetzt hier gucken. Wie löst du jetzt das Rätsel da? 1111000 Binarzahlen 1100 getrollt. Kannst du hier genau andersrum, oder Tobi? Weiß ich nicht. getrollt. Kriegst du nie raus. Ich kann es bestimmt decken. So. Welchen Schalter war ich? Oh, hast es geschafft. Episch. Ach, das Wasser, vielleicht dachte ich, muss ja jetzt noch alle sehr hoch. Ich kann nicht ein bisschen spectaten. Jetzt hier bei den einfachen Rätselsachen sollte ich das noch machen, weil ich kann jetzt eh nichts machen. Ja, es wird Stage 3. Zerstören dürfte ich ja irgendwas nichts, oder? Nee, gar nichts. Nee, gar nichts. Du hast den Wasserfall aktiviert. Nee. Wasserfall. Da sind Dispenser. Das ist ein Eimer. Ja, aber ich öffne den mal lieber nicht. Da ist noch gar nichts. Nee. Da ist nichts. Ja. Ja. Juhu, du hast es geschafft. Jetzt kommt das schwerste Level von allen, sag ich dir. Alter, wie dunkel. Stage 4. Stage 4. Oh, ich sehe schon deine Dispenser. Ja, das ist so schwer und du brauchst auch so ewig, ne? Ich gebe dir den Tipp, hier ist die Leiter ins nächste Stage, ne? Hier drüben, wo ich gerade stehe. Hallo. Was ist da? Was? Das war nur ein bisschen Fun, Mann. Da ist die Leiter. Zum nächsten Stage. So, jetzt kommst du ins Schwerste. Super, viel Spaß. Oh, warte. Jetzt habe ich bei meiner Taktik verletzt. Also, immer rechts gehen. Alter, du hast hier ganz hier irgendwie Fallen eingebaut. Ich sehe es doch schon. Nein. Rechts. Das sieht voll lustig aus, wie ich gerade die hier Sicht habe. Ich bin immer genau über dir. Springer. Guru Sprung 1. Im Nachhinein gesehen ist er gar nicht so Guru. Aber du verkackst ihn. Ja, komm schon, du schaffst das. Ja, aber Guru Sprung 2 ist schwerer. Mann. Google. Jetzt soll ich dich mal richtig trollen und runterschlagen. Ha. Wie schaffst du den Sprung nicht? Guck doch mal. Hier, guck zu mir. Ich schaff den hier selten beim ersten Mal. Nein? Okay, ja, wir werden zweiten Mal. Ja, geschafft. Ja, jetzt Guru-Sprung 2 und danach kommen auch noch viele Guru-Sprünge. Ja, du hast ihn geschafft. Oh, Leitersprünge, wie ich sie liebe. Ui, ja, hast du es geschafft. Ich kriege schon wieder Schweißausbruch. Komm schon, der Sprung ist einfach. Oh, guck die Schilder. Halt, das an. Peter stinkt. Peter stinkt wirklich. Und nach Maggi. Oh ja, komm schon, noch zwei Sprünge. Der ist einfach. Guck mal, das ist eine Leiter. Hast es geschafft. Und jetzt pass auf. Was halt hier. Ja. Bonusraum. Und will ich wirklich in den Bonusraum? Ich sag dir, willst du nicht. Komm, geh weiter. Ja, will ich auch nicht. Interessiert keinen. Du kannst ja schnell in den Bonusraum reinfliegen. Nein, das bringt nichts. Stage 6. Das ist Fledermaus, habe ich mich gerade. Stage 6.
Stage 6. Du bist immer noch in Stage 6. Gibt's hier keine kreativen Namen wie Bücherwurm oder sowas? Nee, die gibt's erst bei dem nächsten Adventure Map. Wow. Oh, jetzt habe ich die Bücherregale abgebaut. Hier. Mann, ich habe die Bücherregale abgebaut. Oh, war die wieder dran. So, jetzt ist es ein bisschen einfacher für dich. Du brauchst es einfach. Ich brauch's nicht einfach. Vielleicht mache ich jetzt hier mal meine ultra lange Folge, die so 50 Minuten lang wird oder so. Der Leiter? Ich sehe gar nichts. Links von dir. Hier, warte, mache ich. Stimmt, ich habe auch hell. Ja, da ist doch gleich die Leiter genau vor dir. Drei Blöcke von dir entfernt. Circa. Oh, ich springe jetzt einfach mal ins Leere. Oh, das geht locker ins Auge. Ganz knapp. Bei mir stehst du voll an der Kante. Ach, da! Komm schon, nur noch ein paar Sprünge. Aber waren ganz paar schwierige Sprünge. Zum Beispiel der jetzt. Komm schon, den schaffst du. Jetzt kommen die fiesen Sprünge. Nein, das war schon der letzte. Nein! Oh, du hast den letzten Sprung gefailt. Ach, warte, mir schwitzen gerade die Hände. Ich kann nicht. Deine so, Hände schwitzen. So, ich mach mal ein bisschen Licht hier. Sieht ja keiner was. Ach, da war die Leute. Jetzt schaffst du es nicht mehr. Ich spring dir einfach mal im Creative hinterher. Ups. Jetzt bin ich aus dem Flair raus. Ja, du bist ja schon ziemlich weit. Schon wieder. Ich bin die automatische Kamera, die hier oben rechts links im Raum schwebt. Komm schon, jetzt der letzte Sprung. Oder bleib einfach da stehen und drück den Knopf. Drück den Knopf. Daumen. Super, und jetzt hast du das Level geschafft. Jetzt kannst du runterspringen. Du musst schon rausrennen jetzt. Du musst rausrennen. Da, boah. Beschilderung wird mir auch nicht schlecht. Ja, es ist halt das Rätsel hier dran. Stage 7, Pilz. Pilzland, haben wir geil. Das sieht auch übelst geil aus. Oh, jetzt kommt erstmal der Aufgang. Ich kenne ja Tobi. Die Pornoaufgänge. Da wollte ich gerade noch was. Getrollt. Jetzt wird die getrollt am Kreativ. Epic Trolled. Ah, da bist du ja schon. Oh, komm schon, nur noch ein paar wenige Sprünge. Leute, ist ja gerade nicht mehr Angst. Ja, der Sprung ist ganz schön für harte Leute hier. Ich guck dich jetzt mit hier Optifine an. Jetzt komm. Oh. Ist zu früh Shift gedrückt. Später Shift drücken. Nein, ich wollte dich einschlagen. Schade. Nein. Komm schon, jetzt schaffst du den Sprung endlich. Oh, boah, jetzt hätte ich auf Shift gedrückt. Nein, ich schaff den Sprung aber beim ersten Versuch. So. Nein, jetzt habe ich ihn nicht geschafft. Alter, ich bin hier voll confused. Tja, es kommen noch ein paar schwierige Sprünge, muss ich sagen. Gibt's irgendwie Checkpoints oder so? Nein. Wenn du stirbst, wirst du ganz am Anfang wieder gespawnt. Und jetzt kommt gleich ein Fall fürs Sterben, also pass auf. Sobald du zu der Lava da drüben kommst, wird das ziemlich gefährlich für dich. Alter, ich kann es nicht fassen. Ich gebe dir ein bisschen Schwung hier am Anfang. Nein, schon wieder brauche ich keinen Schwung. Ich hab trotzdem ja. Schwung. Ich brauche keinen Schwung. Also sofort kriegst du jetzt hier mal so einen Mega-Jump.
Wenn du es mit Schwung nicht schaffst, weiß ich auch nicht, was ich da noch tun soll. Komm schon, jetzt! Ja! Und noch einen. Ja! Leider Springer. Ach, zu weit von hinten. Schon fast 24 Uhr. Nicht. Komm schon, jetzt. Ja, noch. Wie kannst du den verkacken? Der ist voll einfach. Keine Ahnung. Guru? Nee, nicht Guru. Ich mach schon mal die Sprünge davor. Okay, hätte ich wenigstens eine Ausrede. Sind alle voll easy, die Sprünge. Also, wenn du die dann auch noch verkackst. Ich muss ganz sicher von der ganz äußersten Ecke springen. Ja, du hast ihn geschafft. Und jetzt einfach alle hintereinander wegspringen. Ohne. Ja. Alter. Nein, Pfeil und Bogen, bitte. Ich mach das nicht, wenn du gerade oben irgendwo bist. Tobi. Sondern nur, wenn du gerade unten irgendwo runterfällst. Immer wenn du runterfällst, kriegst du einen Pfeil im Kopf. Oh. Ach, Treffer. Es wird noch viel lustiger, das Level, sag ich dir schon mal. Tut mir aber bitte auf den Pfeil und Bogen. Das stresst mich noch mehr. Komm schon, jetzt den Sprung schaffst du. Nein. Jetzt steckst du da, warte mal. Der Sprung ist voll einfach. Keine Ahnung, einmal habe ich ihn geschafft. Komm, das schaffst du! Ich habe mich gerade gewundert, what the fuck, das ist so einfach. In meinem Block. Ja! Nein, auf die Leiter! Bald! Dreh dich um! Das ist ein Block auf einmal. Ich bin so schlecht. Komm, jetzt die nächsten Sprünge, die sind die einfachsten der Map hier. Jetzt wäre ich schon wieder beinahe runtergeknallt. Das ist kein Guru. Wenn du jetzt in die Lava fällst, bist du tot. Muss ich? Nein, oder? Der ist einfach, komm. Puh, du hast es geschafft. Bin jetzt ganz vorsichtig. Früher waren hier Pilzkühe, weil damit die dich runterschubsen. Aber dann, da die sich gegenseitig immer in die Lava geschubst haben, wurden sie abgeschafft. Abgeschafft. Sehr nett gesagt. Kopf ist gleich. Knopf ist nicht wichtig. Gut, runter damit. Alles mit T-Flip-Flops gebaut. Ich habe keine Ahnung, was T-Flip-Flops sind. Das sind die Dinger, die immer sich einschalten, wenn man den Knopf drückt und durch den Reset-Knopf dann ganz wieder ausgeschaltet werde. Mhm. Und so funktioniert mein Reset-Knopf am Anfang der Map, der die ganze Map resettet. Da fährt mal runter, Sascha. Da ist ein Wasserloch, das würde ich nehmen. Hast du eine Fackel? Nimm das Loch da. Das Loch? Ja. Autsch. Hast du es nicht geschafft, ins Wasser zu springen? Nein. Wo bin ich jetzt so? Ja, jetzt bist du wieder unten. Jetzt darfst du wieder rausgehen. Das war's, Alter. Stage 7. Tja, das ist falsche Richtung. Warte. Rechts. Falsch. Oh, Alter, Tobi. Nee, Tobi, es ist 23 Uhr noch, was ich... Geh zum Bonus. Da kommst du nicht hoch. Sag ich dir jetzt schon mal. Du musst zum Bonusraum gehen. Aber keine Sorge. Der Bonusraum war in der Etage tiefer. Ah, jetzt hat mein Hals geknackt. Etage tiefer, Etage tiefer. Boah, da war der Bonusraum. Wenn du jetzt den Sprung verkackst. lol.
Geh zum ersten Raum. Das ist das Wort. Erster Raum. Ich bin Tobi. Ich muss so eine Scheißritze machen. Stage 4. Das ist dann, glaube ich, Stage 2. Jetzt kannst du bis nach ganz unten durchschwimmen. Jetzt kann ich bis nach ganz unten durchschwimmen. Und jetzt suche. Boah. Super. Jetzt kannst du wieder nach oben schwimmen. Ich darf den ganzen Bullshit jetzt nochmal machen. Keine Sorge. Es ist einfacher geworden, jetzt, dass du den Knopf gedrückt hast. Hoffentlich. Die Sprünge sind jetzt leichter und so ein Scheiß. Das gefällt mir schon mal richtig. Zum Beispiel der zweite hier, Guru-Sprung, ist jetzt kein Guru-Sprung mehr. Nee. Da ist jetzt ein Block vor dem Schild. Das heißt, man sieht jetzt den Guru-Sprung-Schild nicht mehr und jetzt ist da so ein easiger Sprung hier. Rechts, rechts, rechts. Rechts, aber eine Sackgasse. Rechts, 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 rechts. Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts. Was bist du dann? Was war das denn? Ja, wow. Hast den ersten Guru-Sprung verkackt. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem mal einen Schnitt hier, also bis zur nächsten Folge.